Das kann man mit ein bisschen Übung kann man da aus dem Müll, was wohl dahinter ist. Ja. Kann man da einen Kreis draus bauen. So, wie ist das hier jetzt? Der muss ja so rum. So, angenommen so. Jetzt kann man die Linie unsichtbar lassen, diese Formlinie, oder sichtbar machen, wenn sie ein Stilelement sein sollte. Dann einmal jetzt anzeigen, dicker, die Farbe einstellen, die Schriftgröße ändern, die Farbe ändern, Linienstärke, meinetwegen. Und dann kann man das Dokument hinzufügen. So, und dann hat man Emi Lo. Die rote Linie kann man aber ausblenden. Nee, das ist jetzt, das ist hier, ich habe extra eingefügt. Aber man kann sie weglassen. Man kann einblenden, man kann sie ausblenden. Also, ich sehe jetzt mal Emi Lo. Ja, das ist irgendwie, kann ich so ein Logo zaubern, man weiß wofür, für Visitenkarten, für Ansichtskarten und sonst irgendwas. Den Prüfbogen, alles Mögliche. Also, nur ein Logo eben. So, man kann, ein Logo-Creator kann man natürlich separat, wenn man das zum Beispiel fürs Internet braucht, als PNG exportieren oder als SVG-Datei exportieren. Also, wenn man im Internet einen Auftritt, ein Logo haben will, kann man es so als SVG-Datei zum Beispiel exportieren und kann sie in seine Webseite einpacken oder reinpacken. Das sind grobe Daten. Es gibt noch einige Feature anders, einige mehr Feature, aber das sind eher unsichtbare Daten. So, ein weiteres nicht sichtbares Feature ist das, dass jetzt prima auch SVG-Dateien importieren kann. Und zwar, das kann ich mal eben vorführen. Ich hätte jetzt das prima ein Unterverzeichnis nach SVG. Und wenn ich die hier drauf fallen lasse, taucht es zum Beispiel wieder nicht aus. Das ist eine SVG-Datei, also eine Vektorgrafik ist da. So, also über kann jetzt auch Vektorgrafik handhaben. So, das dazu, das mache ich einfach raus. So, ihr wisst ja, dass Piber ja Unicode beherrscht. So, wie gibt man aber jetzt Unicode unter ein Morpher-System ein? Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist jetzt hier drin. Man stellt auf Unicode um. Eine Möglichkeit, Eingabehilfe. Eingabehilfe kann man all diejenigen Zeichen eingeben, die man nicht mit der Tastatur erreichen kann. Wie zum Beispiel die Sonne oder ein Regenschirm. Oder ein Telefon, oder hier eine Hand. All diese Zeichen sind jetzt in Arial Unicode MS drin. Man kann sie nur nicht erreichen. Sie sind einfach da und man kann nicht anfangen. Außer man hat Prüber und die Eingabehilfe. Das Prüber jetzt mehrere Layer. Man kann auch Hebräisch zum Beispiel eintippen. Oder man kann Zyrillisch eintippen. Oder auch Arabisch angezeigt, genau. Man kann physikalische Symbole einfügen. Man kann Währungssymbole anfügen, wie das Eurozeichen, kann man dann finden. Oder die Interpunktion, da kann man auch die deutsche deutschen Anführungszeichen zum Beispiel verwenden. So, die zweite Möglichkeit, wie man Unicode in Prüber eingeben kann. Und zwar, jetzt zeige ich euch mal, wie man Chinesisch unter Morpheus eingeben kann. Das geht folgendermaßen. Da habe ich hier ein
Ja. Dann ein Programm, das nennt sich Chinese IME. Eine IME ist eine Eingabehilfe und die IME existiert auch unter Windows Office und unter dem Office, also Office für Office, für macOS. So was. Nur man muss sie eben dann raussuchen. Und dann Chinese IME ist eine spezielle Eingabehilfe für macOS, damit man Chinesisch eingeben kann. Nur ist das Programm nicht fürs Kiba entwickelt worden, sondern für das Programm Z. Also ein einfachen Texteditor. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Schaut das? Eine Eingabehilfe. So, da vorne steht drin Pinyin. Ja, was ist denn Pinyin? Pinyin wurde 1972 von der chinesischen Regierung entwickelt, damit die Chinesen standardkonforme Schreibmaschinen benutzen konnten zur Eingabe ihrer Ideogramme, also für die chinesische Schrift. Vorher hatten die gewaltig große Tastaturen mit mehreren hundert Zeichen. Und damit sie so eine Tastatur verwenden konnten, hat die chinesische Regierung den so einen Pinyin-Table eingeführt. Pinyin-Table ist eine Transkriptionstabelle, mit der man lateinische Buchstaben in chinesischen Text umwandeln kann. Das geht folgendermaßen. Man muss natürlich den Pinyin-Table ein bisschen im Kopf behaben. So, zum Beispiel ein wichtiger Laut ist C, und dann seht ihr, dass das Symbol auftaucht. Also es muss also jetzt immer ein Laut C und eine Zahl dahinter stehen. Die Zahl, die kann von 1 bis 5 gehen und stellt die Betonung des Zeichens dar, ist aber für Nicht-Chinesen quasi unerheblich. Man muss nur das Zeichen quasi rausziehen. Also wie das passende Zeichen, weil es existiert. Für jeden Laut gibt es verschiedene Bedeutungen und dementsprechend gibt es auch verschiedene Ideogramme. Dann kann man mal wegen jetzt eins antippen und dann taucht das Zeichen hier unten ins Kiba auf. Und so kann man mit Hilfe dieses Pinyin-Tables chinesisch ins Kiba eintippen. So. Solch einen ähnlichen Table hat der Toresiten für mich entwickelt, ist aber noch im Alpha-Zustand. Das ist natürlich jetzt nicht, ob ich jetzt gerade den da habe. Toresiten, der schreibt und spricht ja Chinesisch. Und er kann programmieren und hat für mich eine solche IME für mehrere Sprachen entwickelt. Dann lassen wir. Da kann ich den Zaun nicht zeigen. Auf jeden Fall, der Toresiten hat einen IME entwickelt für Arabisch, für simplifiziertes und traditionelles Chinesisch, Griechisch und Russisch. Hat er entwickelt. Nur ich will es jetzt gerade nicht wieder, das hat sich immer versteckt gerade. Ist aber noch im Alpha-Zustand, also das wird man ganze Zeit noch brauchen, bis das fertig ist. Dort kann man dann auch ganze Texte in Russisch und ganze Texte in Arabisch schreiben oder in Griechisch schreiben oder Chinesisch sowieso kann man Sätze in Chinesisch komplett zusammenschreiben und dann in das Kiba einfügen und so weiter. So, das ist aber noch nicht die Hauptsache. Aber jetzt kommt die Hauptsache. Da habe ich mich bis quasi heute dran gesetzt. Und zwar, Kiba ist ab heute das einzige Programm wieder, was Tabellen kann, richtig. So. Tabellen kann man hier, aber man ist ein Eintrag, Tabellen New und Open, also das ist das noch nicht lokalisiert, da bin ich noch gar nicht zu gekommen, das ist alles in Englisch, aber man kann schon ein paar Tabellen öffnen mit Kiba. Zum Beispiel jetzt hier so eine Tabelle. So, und das ist ja nicht nur eine Grafik, das ist ein kompletter Tabellen-Editor, da könnt ihr wirklich jeden Kram ändern. Ihr könnt überall eintippen
Also es, das Ding ist extrem flexibel. Und zwar, ich habe, also ich hätte nur ein paar Button. Aber die Komplexität ist unter der Motorhaube. Und zwar, wenn ihr die Menütaste drückt unter MorphOS, dann seht ihr, das wird immer komplizierter. Und zwar, hier kann man der Welt global ändern. Eine Reihe hinzufügen, löschen, kann man die Transparenz ändern und Hintergrundfarbe global ändern, beziehungsweise für Reihen und für Spalten separat ändern. Dann hat jedes Feld ein eigenes Kontextmenü. Man kann wirklich alles ändern. Also jedes Feld beschützt Copy und Paste, Zentrierung, ihr könnt den Font abändern, Font Size abändern und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr könnt jeden Rand, links, rechts, oben, unten, könnt ihr hinzuschalten oder wegnehmen. Hintergrund könnt ihr farbig alle abändern. Die Font-Attribute könnt ihr komplett alle ändern. Das zeigt euch jetzt mal kurz eben. New. Da habe ich. So. Da könnt ihr eine Tabelle erstellen. Dann einfach Tabelle ein. An. So. Die könnt ihr zeilenweise formatieren. Spalte, Resize, könnt ihr die vergrößern. Dann wird die größer. Und dann könnt ihr die Reihe resizen. Dann wird die Höhe schon mal angezeigt. So, und jetzt ist der Witz, die Tabellen sind auch mehrzeilig. Man kann also dann hier beliebig eintippen mit denen. Jedes Tabellenfeld ist quasi ein kompletter Editor. Also das könnt ihr wirklich... So, jetzt Ende im Gelände. Ich kann nichts mehr angeben. Das Feld ist voll. So, und die Tabelle, da könnt ihr daraus jetzt zum Beispiel jetzt ein PDF machen. Dann könnt ihr PDF-Form bauen. Oder jetzt seit gestern Nacht könnt ihr auch ein HTML daraus bauen. Ihr könnt könnt ihr einfügen und könnt daraus ein HTML machen. Ja, die hat sie jetzt gerade weggehängt, die Vorführeffekte wieder mal. Naja. Auf jeden Fall, ihr könnt unterschiedliche Tabellen erzeugen, immer für einige. Ihr könnt ohne Border könnt ihr die erzeugen. Ihr könnt so große Tabellen erzeugen. Ihr könnt sie jetzt chinesisch auch da wieder eingeben, weil die Tabelle unterstützt komplett auch. Auch Unicode, also ihr könnt also so. Und wenn ich die jetzt ins Dokument einfüge, dann ist sie danach auch noch editierbar.